Liebe Mitglieder der FDP, liebe liberalen Mitstreiter, in Baden-Württemberg wie hier auf der Schwäbischen Alb in Balingen geben sich die Hidden Champions die Türklinke in die Hand. Wir haben tolle Firmen, die die Weltmärkte mit hervorragenden Produkten erschließen. Dies geht nur durch ausgezeichnet ausgebildete Fachkräfte. Dies geht nur durch Unternehmergeist, Fleiß und Kreativität, die wir in unseren baden-württembergischen Unternehmen glücklicherweise haben. Und, meine Damen und Herren, liebe liberalen Mitstreiter, wir brauchen politisch stabile Rahmenbedingungen in ganz Europa, damit diese mittelständischen Unternehmen auch tatsächlich erfolgreich sein können. Deshalb erteilen wir allen Europaskeptikern eine klare Absage. Klar, gut, es gibt Dinge, die in der Europäischen Union nicht so gut laufen, die verbessert werden müssen, die wir auch als Liberale kritisieren. Insbesondere die überbordende Bürokratie wird für die kleinen und mittleren Unternehmen zunehmend zu einem Problem. Deshalb haben wir als FDP beispielsweise verhindert, dass Kleinstunternehmen in Zukunft eine Bilanz aufstellen müssen und einen Wirtschaftsprüfer bestellen müssen. Das haben wir, die FDP, verhindert. Wir kämpfen gegen bürokratische Überregulierung für Freiräume für kleine und mittlere Unternehmen. Aber wir sagen auch, die Europäische Union ist ein Wert an sich. Offene Grenzen, Reisefreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit und natürlich der große gemeinsame Binnenmarkt mit 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Kurzum, wenn es die EU nicht gäbe, dann müssten wir sie erfinden. Europa ja, weil Europa Frieden, Freiheit und Wohlstand sichert. Dafür steht die FDP.